Nachdem Zarina Scheuka aus dem unbeugsamen Kislev eine stolze Nation geformt hatte, verstrichen die nächsten Jahre sehr ruhig. Friedlich bedeutete in Kislev zwar noch immer einen konstanten Krieg mit den unermüdlichen Barbaren aus Norska, doch die folgenden Herrscher dieser Tage konnten genug Ressourcen aufbringen, um stolze Grenzfestungen zu errichten. Sogar ein zusätzlicher Bojar-Titel wurde ins Leben gerufen. Der sogenannte marschierende Bojar war ein permanent im Feld stehender Kriegsherr, der die Grenzverteidigung organisierte und von den anderen Bojaren Truppen und Vorräte einfordern konnte. Diese Relegation von Verantwortung erlaubte es den Zaren, sich weiter auf die Innenpolitik zu fokussieren und die lukrativen Verträge mit dem Imperium auszubauen. Die Übergriffe aus dem Norden waren zahlreich und der marschierende Bojar hatte stets viel zu tun. Es war eine respektierte Position und über die Jahre versuchten viele hochrangige Gospodar-Familien, ihre Söhne zum marschierenden Bojar ernennen zu lassen. Doch im späten Jahr 2229 änderte sich die Grenzlage. Die Angriffe der Nordländer wurden deutlich zahlreicher und brutaler. Immer häufiger berichteten die wenigen Überlebenden der Angriffe von scheußlich mutierten Kriegern, die über ihre Höfe und Häuser hergefallen sind. Der marschierende Bojar schien überall gleichzeitig benötigt zu werden und viele der nordöstlichsten Ungold-Dörfer wurden aufgegeben. Die Ungold-Schamanen sprachen von dunklen Omen und boshaften Kräften, die sich im Norden sammelten. Viele Stämme verließen auf ihre Warnung hin freiwillig ihre Heimat und zogen nach Süden. Doch die Gospodare und der Zar hatten nur wenig Respekt vor den primitiven religiösen Praktiken der Ungolds und die Warnungen der Stammesführer stießen dort weitestgehend auf taube Ohren. Bis schließlich im Winter des Jahres 2300 eine gewaltige noskanische Streitmacht die Grenzen überschritt. Die Macht der ruinösen Vier war an ihrem Zenit angekommen und die Nordmänner sahen den Beginn ihrer Götterdämmerung. Das Zeitalter des Gemetzels war gekommen und an ihrer Spitze stand der Kriegsherr des Stammes der Kuhl, der Prophet des ungeteilten Chaos, der ewig Auserwählte, Azawar Kuhl. Der marschierende Bojar zeigte Besonnenheit und zog sich zur Stadt Prag zurück. Er schickte Nachricht in die Stadt Kislev und von dort wurden militärische Unterstützung aus dem Imperium erbeten. Das Imperium antwortete mit einer kleinen Armee und während er auf Verstärkung wartete, befestigte der Bojar die ohnehin schon beachtliche Stadt noch weiter. Als die imperiale Verstärkung schließlich ankam, waren die Invasoren noch mehrere Tagesmärsche entfernt und der Bojar beschloss, ihnen im offenen Feld entgegenzutreten. Der Plan war im Grunde solide. Die Schlacht sollte an der letzten großen Brücke zwischen Prag und den Chaosmächten stattfinden, in einer kleinen Stadt am Fluss Linsk. Die frühen Stadien des Kampfes verliefen gut, doch der Bojar hatte die schiere Größe der völkerwanderungsgroßen Armee des Nordens unterschätzt. Zwar hielten die alliierten Kräfte die Brücke, doch sie waren zu wenig, um zu verhindern, dass Azawar Kuhl an anderen Stellen übersetzte und die Verteidiger in einem Zangenmanöver besiegte. Der Bojar flüchtete mit seinen überlebenden Truppen zurück nach Prag und begann mit der Rekrutierung von Milizen aus der großen Stadt, um seine Verluste auszugleichen. Die Chaos-Streitkräfte kamen wenige Tage später an den Mauern Prags an und verschwendeten keine Zeit. Sie begannen Belagerungstürme zu errichten und die Zinnen mit höllischer Artillerie zu bombardieren. Die folgende Belagerung dauerte vom Spätwinter 2300 bis zum Frühwinter 2301. Fast ein Jahr des Kampfes und Todes. Doch die Kisleviten hielten tapfer Stand. Die Schlacht um Prag war der größte Test, dem sich Kislev je unterziehen musste. Und die Bewohner der Stadt zeigten Mut, Ausdauer und Stärke. Doch es kam, wie es schließlich kommen musste. Die Chaosarmee hatte Prag vollständig umstellt und keine Vorräte konnten in die Stadt geliefert werden. Prag war riesig und sehr bevölkerungsreich. Dass die Stadt so lange ausgehalten hatte, war ausschließlich der vorsichtigen Planung ihrer Bewohner zu verdanken, die jedes Jahr gewaltige Silos füllten, um sich auf harte Winter vorzubereiten. Doch irgendwann ist auch der größte Vorrat aufgebraucht und der Hunger zog ein. Zwar zwang die harte Kälte auch die Chaoskrieger ihre Bemühungen einzustellen, doch der Hunger tötete viele Verteidiger. Und wenn es etwas gab, das Prag nicht erübrigen konnte, waren es Einwohner. Mit dem Kommen des Frühlings und einer neuen Chaosoffensive waren nicht mehr genug Soldaten vorhanden, um alle Bastionen auf den Mauern zu bemannen. Zwangsweise gelang es den Truppen von Azawar Kuhl, einen Brückenkopf auf den Zinnen zu errichten und den Verteidigungsvorteil der Kisleviten zu negieren. In dem Moment, als der erste Nordmann sicheren Fuß auf den Wehrgang setzte, war Prag verloren. Die folgende Schlacht war kaum mehr als ein brutales Massaker. Azawar Kuhl war außer sich vor Wut, da die Kisleviten ihn so lange aufgehalten hatten.
Zur Rache befahl er Blutopferrituale und Massenfolter, die den Schleier zwischen Materium und Immaterium so weit schwächten, dass die Straßen von Prag selbst zu dämonischen Entitäten wurden. Böse Geister fuhren in Mauern und Straßen ein und verdrehten sie zu dämonischen Fratzen, deren höllisches Geheul auch den stärksten Mann in den Wahnsinn treiben konnte. Zu behaupten, Kuhl hätte die Stadt vernichtet oder vergewaltigt, ist nicht im Ansatz deutlich genug, um den Schrecken von Prag gerecht darzustellen. Kein Einwohner oder Soldat überlebte das Massaker, und Kislev war der Götterdämmerung des Nordens hilflos ausgesetzt. Kislev verlor in den folgenden Jahren immer mehr an Boden und war schließlich kaum mehr als eine einzige Stadt voller Flüchtlinge und Invaliden. Zar Alexis Romanow hatte in den vergangenen Monaten oft um Hilfe aus dem Imperium gebeten. Doch geschwächt von der Zeit der drei Imperatoren, wurden auch die Imperialen von den Chaoskräften eingekesselt und erobert. Die alte Welt schien am Rand des Abgrunds, als sich ein Mann erhob, um ein Licht der Hoffnung in dieser Dunkelheit zu werden. Magnus von Bildhoven, später bekannt als Imperator Magnus der Fromme, sammelte eine gewaltige Armee unter seinem Banner. Eine Allianz aus allen Provinzen des Imperiums, den Hochelfen unter Lormeister Teclis und sogar mehreren Kontingenten der ebenfalls belagerten Zwerge aus dem Karas Angkor leistete Azawakul nicht nur Widerstand, sondern trieb ihn aktiv aus ihren Landen zurück. Die Zwerge waren die ersten, die Kislev erreichten und schlichen sich über geheime Wege in die Stadt, um den Verteidigern auf den Mauern Unterstützung zu geben. Mit ihren Kanonen und Musketen waren die Zwerge jeden ihrer Soldaten 10-mal wert. Und dank ihrer Bemühungen hielt Kislev stand, bis die Hauptstreitmacht unter Magnus die Stadt erreichte. Mit den Imperialen und Hochelfen in der Flanke ließen die Nordmänner von den Mauern ab, nur um einen gesammelten Ansturm der Zwerge und kislevitischen Husaren zu erleiden. Zwischen den beiden Fronten wurde Azawakuls Armee aufgerieben und musste sich zurückziehen. Die alliierten Kräfte verfolgten sie bis an die Grenze der Chaoswüste und massakrierten tausende Norskaner auf dem Weg. Doch das Schicksal ihrer Heimat, dem Zorn ihrer Götter ausgesetzt aufgrund ihres Fehlschlags, war viel schlimmer. Der Untergang der alten Welt war abgewandt und Kislev war frei. Doch wurde den Kisleviten bald klar, wie teuer sie sich diesen Sieg erkauft hatten. Mehr als 2/3 ihrer Population waren tot und ebenso viele Städte dem Erdboden gleich. Verdrehte Monster zogen durch die Ruinen zerstörter Dörfer und viele Felder waren verdorben. Für die folgenden fast 200 Jahre war Kislev ein ruiniertes Land, in dem allerlei dunkle Wesen herrschten. Keiner der Zaren hatte genug Macht oder Geld, um einen Wiederaufbau zu finanzieren, und die angrenzenden Provinzen des Imperiums waren mit ihrem eigenen Wiederaufbau beschäftigt. Kislevs Ruinen wurden zu beliebten Reichen für kleinere Vampirfürsten, Chaoskulte oder einfach verdorbene Kreaturen wie Trolle. Den Höhepunkt dieser Dunkelheit stellte das Massaker von Kislev im Jahr 2491 dar. Zarina Katharin, die Blutige, selbst im Geheimen eine Vampirin, öffnete die Tore für ihresgleichen und die Kreaturen der Nacht fielen über die Bewohner der Hauptstadt her. Nächte des Schreckens, in denen die Stadtwachen hilflos zusehen mussten, da die Befehle des Palastes sie dauernd in Hinterhalte liefen ließen. Katharins Machenschaften fanden erst ein Ende, als ihr eigener Sohn Pavel von dem Makel seiner Mutter erfuhr und sie des Tages in ihrem Bett ermordete. Pavel war allerdings ein schwacher Herrscher und tat wenig, um die Situation außerhalb der Stadtmauern zu verbessern. Echte Änderung sollte erst durch seinen Nachfolger, einen Mann namens Wladimir Boka, eintreten. Wladimir war entfernt mit der Zarenfamilie verwandt, erhielt allerdings den Thron, als Pavel kinderlos starb. Wladimir Boka war ein Krieger und der erste Zar seit 200 Jahren, der an der Spitze seiner Truppe ritt, um das Land vor der Dunkelheit zu befreien. Boka lebte ein Leben des Krieges und fand auf dem Schlachtfeld sein Ende. Bei einem Hinterhalt von Waldgoblins starb er mit dem Schwert in der Hand. Sein Sohn Boris war ein Mann nach seinem Geschmack. Ein Krieger wie sein Vater mit außergewöhnlichem Talent und fester Entschlossenheit. Boris investierte das gesamte Geld seiner Familie und Kislevs in die Armee und Ingenieure des Imperiums. Er brachte den Krieg zu den Kreaturen der Finsternis und ließ die imperialen Brücken und Städte neu errichten. Zar Boris war ein fantastischer Kämpfer und instrumental darin, den alten Glauben der Gospodar in den Gott Orson aufleben zu lassen. Er unternahm selbst einen Ritus, um ein Priester Orsons zu werden, und erlangte währenddessen sogar einen Urskin, einen Bärenbruder. Ein Urskin ist ein Bär, dessen Geist an einen Gläubigen gebunden ist und ihm so als Gefährte dient.
Von dem Tag an ritt Boris auf seinem mächtigen Kriegsbären in die Schlacht und vernichtete unzählige Stämme der Goblins und Tiermenschen. Er tötete Trolle und schlug Barbaren zurück. Unter ihm wurde Kislev nicht nur wieder aufgebaut. Die Bewohner fanden ihren Glauben und ihren Stolz wieder. Boris der Rote Boker gab Kislev wieder eine Identität. Sein glorreiches Ende fand Boris in einer Schlacht an der Grenze zum Land der Trolle, gegen eine Armee der dort lebenden Kurgan-Stämme. Tödlich verwundet lag er auf dem Rücken seines Urskin, der es schaffte, sich frei zu kämpfen und den Körper seines Meisters zurück nach Kislev zu bringen. Nachdem Boris als Volksheld begraben wurde, zog sein Bär Urskin hinaus in die Wildnis und tötete den gesamten Stamm der Kurgans während eines Lagers. Der Bär war beseelt von der Rage des Gottes Ursin und keine Waffe schien ihn verwunden zu können. Als der letzte Feind unter seiner Pranke fiel, legte sich Urskin zur Ruhe und folgte seinem Meister ins nächste Leben. Die Nachfolgerin von Boris wurde seine Tochter Katharina. Zarina Katharina übernahm den Thron im Jahr 2519 und herrscht seitdem als die berühmte Eiskönigin über ihr Land. Das war's von mir. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Diese Folge war ein Wunsch von Wombat2233. Er hat eine kleine Rätseleinlage von mir gelöst, die ich auf YouTube gestellt habe und konnte sich deswegen eine Folge wünschen. Wenn ihr euch auch eine Folge wünschen wollt, achtet auf euren Abo-Feed. Ich werde ab und an solche kleinen Rätsel stellen und der Gewinner bekommt eine Chance, sich eine Folge auszusuchen. Habt ihr keine Lust auf Rätsel, aber mega Lust, mich noch mehr zu supporten, könnt ihr ein Patron werden. Auf patreon.com/reikir gibt es zwei verschiedene Supporterstufen, auf denen ihr euch eine lange oder kurze Folge wünschen könnt. Vielen Dank an alle, die mich dort bereits unterstützen. Natürlich auch alle, die sonst zugeschaut haben und im Besonderen an meinen Schatzmeister, Jack Keranos, Get Back und GK King. Bis zum nächsten Mal, I'm out.